So etwas sollte man auf einer echten Autobahn besser nicht machen. In einem Fahrsimulator aber kein Problem. Beim Tech Day am Freitag an der Hochschule Kempten konnten viele der Gäste den am Vortag eingeweihten Fahrsimulator selber ausprobieren. Was war denn das für ein Fahrgefühl? Also es war ein realistischeres Fahrgefühl, als man das von statischen Fahrsimulatoren kennt. Also diese Bodengruppe, diese bewegliche Bodengruppe macht da, glaube ich, schon viel aus. Es ist schwierig, einerseits die Spur zu halten, weil die Lenkung sich doch irgendwie anders anfühlt als eben im realen Fahrzeug. Aber verglichen mit statischen Systemen ist das hier eine andere Liga. Also es ist deutlich, deutlich realistischer. Aber es fehlt eben auch noch ein Stück zum realen Gefühl. Wir haben ja anlässlich unseres Rollouts von dem neuen Fahrsimulator sozusagen im Anschluss daran dann einen Tech Day gemacht, um ein bisschen mehr in die technische Tiefe zu gehen. Wir haben hier von der Industrie, überwiegend von der Industrie, von Fahrzeughersteller, Zulieferer, aus Forschung verschiedene Bekannte eingeladen und Partner eingeladen, um das Thema zu diskutieren und dann auch nochmal im Detail vorzustellen. Was, denke ich, noch einzigartig war, dass wir relativ viel haben fahren lassen. Wir waren insgesamt über die zwei Tage haben wir über 40 Gäste fahren lassen mit dem Fahrsimulator, dass sie das selber erleben konnten. So viele Erfahrungsberichte helfen wiederum natürlich auch dabei, den Fahrsimulator noch weiter zu verbessern. Doch beim Tech Day ging es nicht nur um den Fahrsimulator selbst. Vielmehr war er der Anlass, sich mit den teilweise international angereisten Gästen über neueste Technologien und Forschungen auszutauschen. Also im Kern steht natürlich der Fahrsimulator, den man natürlich besichtigen kann. Das war auch im Live übertragen dann in den Veranstaltungsraum. Wir haben aber parallel dazu noch jede Menge Forschungsausstellungen gezeigt, was wir aktuell in der Forschung machen. Und wir hatten natürlich die Partner noch eingeladen, die dann auch neueste Technologien, neueste Techniken darstellen, neueste Methoden vorstellen und haben versucht sozusagen Forschung zum Anpacken, Technologie zum Anfassen war eigentlich das Thema. An verschiedenen Ständen der Hochschule und von externen Firmen fand ein reger Austausch statt. Wer wollte, konnte sich zunächst einer Führung anschließen, um einen ersten Überblick zu bekommen. Außerdem wurden diverse Vorträge gehalten, unter anderem zum Thema, wie Hochschulen und Wirtschaft gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft meistern können. Gehalten wurden sie wegen des internationalen Publikums alle in Englisch. Was sind so Ihre bisherigen Eindrücke? Es ist sehr beeindruckend, gerade dieser Simulator. Ich darf nachher auch noch fahren, ich freue mich mega drauf. Was alles geht einfach inzwischen mit der Technik. Das ist wirklich, denkt man gar nicht. Man sieht immer, jetzt zumindest bei uns ist es so, als Komponentenhersteller, man sieht immer nur die einzelnen Bauteile. Und wenn man dann auch gerade bei Software mal sieht, wie die ganzen Techniken zusammenarbeiten, ist schon extrem beeindruckend. Auch kleinere Technologien konnte man sich am Freitag anschauen. Dieses ferngesteuerte Auto beispielsweise hält ganz allein die Spur und würde sofort stoppen, wenn sich ihm ein Hindernis in den Weg stellen würde. Ein Miniaturbeispiel für autonomes Fahren also.